Ist das Putin-Regime, die Regierung Putin, ist das eine Diktatur? Absoluter Nonsens. Absoluter Nonsens. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 19. März 2024. Allerdings ist das Datum nicht so much entscheidend, denn das, was wir gleich zu besprechen haben, das hat Aktualität über den Tag hinaus. Ich begrüße hier bei uns im Studio bzw. in der Leitung Karl Eckstein. Karl Eckstein, ist Ihnen noch vertraut? Das letzte Mal haben wir uns unterhalten in Moskau vor der berüchtigten Lubjanka. Und Karl Eckstein ist ein Schweizer, der seit vielen Jahrzehnten in Russland sich universitär, hochschulmäßig, aber auch unternehmerisch bewegt. Also jemand, der die Verhältnisse dort vor Ort sehr genau kennt. Im Moment ist Karl Eckstein in der Schweiz und wir haben die Gelegenheit, hier in unvertrauter Nähe gewissermaßen miteinander zu sprechen. Ich möchte ihn ganz, ganz herzlich, möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Eckstein. Und vielleicht noch einmal ganz kurz, vielleicht wenn Sie sich unseren Zuschauern vorstellen könnten, was hat Sie nach Moskau gebracht? Wer sind Sie? Vielleicht in aller Kürze sozusagen der Steckbrief, das Curriculum Vitae. Ganz herzlich willkommen übrigens in der Sendung. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz kurz. Ich habe schon als Zehnjähriger begonnen, Russisch zu lernen und war im Schweizer Militär, war ich dann auch Russischübersetzer und habe nach Abschluss meines Studiums in Basel als Verfassungsrechtler, habe ich dann ein Angebot bekommen von der Schweizer Industrie, damals vereinigt im Vorort, heute Economy Suisse. Die suchten einen Vertreter für Moskau und da habe ich die Leitung der Schweizer Industrie für Moskau bekommen im Jahre 1982 und bin dann dort hängen geblieben. Nach 86 habe ich dann schon meine eigene Firma eröffnet und die habe ich heute noch. Nur leider wegen der Sanktionen läuft im Moment dort gar nichts. Und deshalb, ich konnte ja nicht alle meine Mitarbeiter, die teils 30 Jahre und mehr für mich gearbeitet haben, nun wegen dieser Sanktionen entlassen. Darum suchte ich mir ein neues Gebiet, wo man mit Russisch auch gut durchkommt, nämlich Usbekistan. Ich habe jetzt ein Büro in Usbekistan. Da ist die Umgangssprache immer noch Russisch und so können die alle Dokumente und alles für mich auf Russisch in Usbekistan erledigen. Also Sie sind nach wie vor eigentlich ein Spezialist für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen schweizerischen Industriefirmen in Russland, aber eben aufgrund der Sanktionen jetzt vor allem auf Usbekistan spezialisiert. Wo ist eigentlich Ihr Lebensmittelpunkt? Ist das Usbekistan? Ist das Russland? Ist das die Schweiz? Wie muss man sich das vorstellen? Im Moment ist es eher Usbekistan, ist der Lebensmittelpunkt, ja. Ja, zu reden geben jetzt ja die Wahlergebnisse und Sie haben das sicherlich mitbekommen, weil Sie jetzt auch in der Schweiz sind. Ja. Unsere Medien sind ja voller Abgesänge. Man spricht von einer Scheinwahl, man spricht von manipulierten Verhältnissen. Was wissen Sie über diese Wahl in Moskau? Was sagen diese Wahlen in Russland darüber aus, wie Präsident Putin dasteht in den Augen der Russinnen und Russen? Also, ich darf sagen, ich bin in Russland ein mehr oder weniger bekannter Spezialist für Verfassungsrecht. Und deshalb wurde ich auch eingeladen, von der russischen Wahlkommission Wahlen kritisch bei der Vorbereitung zu untersuchen, schauen, wo Verbesserungspotenzial ist, schauen, wo was viel ist, wo was schief läuft. Und da bin ich jetzt schon etwa 4, 5 Jahre sind mindestens bin ich dabei. Leider bei diesen Wahlen war ich jetzt nicht gerade in Moskau, aber man hat nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass dort nach
den Prinzipien des Verfassungsrechts alles ordentlich läuft. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also in vielen Sachen habe ich das Gefühl, läuft es in Russland besser sogar als bei uns in der Schweiz. Zum Beispiel ist in jedem Wahllokal sind Fernsehkameras installiert. Also wo jedermann, also auch die Oppositionsparteien, immer Zugriff haben auf alle diese Kameras. Sie sind auch in allen Wahllokalen vertreten. Also rein technisch, organisatorisch, muss ich sagen, ist es perfekt organisiert. Soweit ich beurteilen kann, jetzt auch auf die Berichterstattung abgestellt, dann heißt es bei uns immer, ja, das ist sowieso keine Demokratie in Russland, weil die hatten ja gar keine Opposition. Da sind ja alle Oppositionspolitiker verboten oder gar umgebracht worden im Falle von Nawalny. Das ist sozusagen, wenn Sie sich hier umhören, das Bild, das man hat. Was sagen Sie dazu? Wie sehen da Ihre entsprechenden Erkenntnisse aus? Wie soll ich sagen? Natürlich ist die russische Demokratie nicht eine Kopie der Schweizer Demokratie. Es sind schon andere Prämissen, die historisch einfach gegeben sind und für Russland einfach besser passen, weil in Russland ist traditionell sind die Leute gewohnt, in einer Hierarchie zu leben. Ich kann das an einem Beispiel meiner Firma erklären. In meiner Firma kam ich als Westler und wollte typisch schweizerische flache Hierarchien erstellen. Da habe ich gesagt, also ihr müsst selber entscheiden, ihr müsst selber denken und so. Und ich habe gemerkt, dass meine Mitarbeiter sind dann immer irgendetwas verwirrt gewesen. Und dann habe ich mal nur zur Probe geprüft und habe gesagt, so jetzt verdammt nochmal, jetzt arbeitet doch mal richtig und hört doch mal auf mit diesem Gelaber, Papaber. Jetzt müsst ihr, und habe einfach auf den Tisch, ich habe ein Theater gespielt, auf den Tisch geklopft, oder? Und ich habe gesehen, wie Erleichterung in diesen Gesichtern zu spüren war. So die Aussage, ja, wir haben halt doch einen richtigen Chef, nicht? Es ist, glaube ich, die Natur der Russen, dass sie gern eine strenge Führung haben und keine Verantwortung übernehmen müssen, nicht? Das ist ja dann das Gegenbild sozusagen. Aber eben dieses Bild von Russland als Scheindemokratie, als Diktatur, was ja bei uns in den Medien eigentlich eine ausgemachte Tatsache ist. Das ist mir heute und gestern Morgen aufgefallen, wenn Sie da die deutschen Zeitungen, die schweizerischen Zeitungen, Tagesanzeiger, NZZ, Blick und so weiter, Schweizer Fernsehen, ich glaube, da würden Sie ausgelacht, wenn Sie sagen, das ist keine Diktatur. Wenn Sie leben jetzt schon so lange in Russland, das Putin-Regime, die Regierung Putin, ist das eine Diktatur? Absoluter Nonsens. Absoluter Nonsens. Es ist das, was die russische Bevölkerung sich wünscht, eine Regierung, die klar die Prinzipien für das eigene Land aufrechterhält, im Dienste des Landes sich bewegt und nicht im Dienste irgendeiner internationalen Organisation. Und natürlich mit einem Wahlergebnis von 88% sagt ja jeder, ja, das ist Nordkorea 2, nicht? Aber das ist echt, das ist wirklich echt. Ich habe ja Bekannte. Worauf stützen Sie jetzt diese Einschätzung? Ich meine, da werden jetzt vielleicht einige Zuschauer sagen, das kann nicht sein, das kann nicht echt sein. Wie kommen Sie zu diesem Befund? Schauen Sie, ich bin seit über 40 Jahren jetzt, bin ich in Moskau, bewege ich mich, ich spreche fließend Russisch, bewege ich mich frei und
habe in allen Bevölkerungsschichten, vom Bauern bis zum Handwerker, bis zu hohen Politikern, habe ich Zugang und habe sehr viele Freunde. Wissen Sie, in Russland lebt man in einem sehr engen, breiten Kontakt miteinander. Im Anfang sind die Russen immer zuerst etwas skeptisch, aber wenn man mit einem Russen mal normal gesprochen hat, dann ist man sofort bestens befreundet und man hat einen riesigen, breiten Bekanntenkreis. Und da spreche ich ganz offen mit den Leuten, wie gesagt, aus allen Schichten, frage ich, was haltet ihr von Putin? Und es ist wirklich, also praktisch durchwegs alle finden ihn geeignet, den besten Präsidenten, den Russland je hatte. Und es gab keinen Grund, es gab wirklich für niemanden einen Grund, ihn nicht zu wählen. Denn eine Alternative zu ihm haben die meisten nicht gesehen. Natürlich gäbe es sicherlich andere intelligente Leute, aber die haben sich vielleicht einfach nicht in die Politik reinmischen wollen, haben Besseres zu tun. Ich habe einen Bekannten, der ist ein ganz hoher Politiker, einer der wichtigsten Politiker in Russland, und der hielt gar nichts von Putin. Der hielt gar nichts von Putin aus mehr oder weniger persönlichen Gründen. Und jetzt hat er bei dem Einmarsch in die Ukraine hat er gesagt, endlich hat er mal was Richtiges gemacht. Und die ganze Bevölkerung, es war ein innenpolitisches Problem, die Umfragewerte, also in meinem Bekanntenkreis für Putin, waren ungefähr im 21 die niedrigsten. Wieso? Man hat gesagt, in der Ukraine werden unsere russisch sprechenden Brüder und Schwestern werden da umgebracht, ermordet. Die ukrainische Armee geht mit Kanonen und Bombern gegen die eigene Bevölkerung, nur weil sie russischsprachig ist, vor. Sie bombardieren dort nicht militärische Ziele. Ihre Bomben und Kanonen gehen auf Spitäler, auf Kindergärten, auf Marktplätze los. Einfach nur, vermutlich um einen Krieg zu provozieren, gehen Sie, und da hatte Putin wirklich einen Tiefstand bei vielen von meinen Bekannten. Weil er in den Augen der Russen dann zu lange gezögert hat. Oder weil man gesagt hat, wie lange schauen wir dem nach zu, wieso machen wir nichts? Ja. Und mit dem Einmarsch sind die Umfragewerte in meinem bekannten Kreis einfach wieder nach oben gegangen. Wie wird eigentlich der Fall Nawalny diskutiert jetzt in Moskau, in Ihren Kreisen? Und Sie haben mir ja auch im Vorgespräch gesagt, Sie kennen viele Russen, die auch ein nach wie vor distanziertes Verhältnis zum Präsidenten haben, die jetzt nicht quasi zu seinem ursprünglichen Fanclub gehören. Wie wird der Fall Nawalny in Moskau, in Russland, vielleicht auch in Usbekistan gesehen? Bei uns war das ja eine ganz, ganz große Nachricht, sozusagen ein Fanal und der letztinstanzliche Beweis dafür, dass es sich beim russischen Präsidenten nicht nur um einen Diktator, sondern um einen regelrechten Tyrannen handle. Wie wird der Fall Nawalny in Russland gesehen? Was haben Sie da an Erlebnissen gehabt? Zuerst mein eigenes Erlebnis. Ich habe mehrere Jahre lang Nawalny unterstützt mit Geldzuwendungen, weil ich gefunden habe, ja, das ist gut, eine gute Opposition ist für jedes Land gut und dass man mal wirklich was gegen Korruption, die es in Russland gibt, das kann man nicht leugnen, gegen die Korruption vorgeht. Und eben deshalb habe ich unterstützt, bis ich dann gemerkt habe, der hat Informationen, die kann er nur von einem westlichen Geheimdienst haben. Und dann habe ich etwa vor
weiß es jetzt auch nicht, etwa vor 4 Jahren habe ich dann aufgehört, ihn zu unterstützen, weil für mich klar war, das ist nicht sauber. Und jetzt schauen Sie diesen Tod an. Wem nützt der, oder? Wem nützt der? Also meine erste Reaktion war, der wurde von, man fragt ja immer, als Jurist bin ich gewohnt, qui bono, oder? Wem nützt es? Und das nützt dem Präsidenten Putin überhaupt nichts. Der hätte doch auch gewusst, dann werden alle schreien, er hat ihn umgebracht. Also ich hatte zuerst das Gefühl, der wurde von einem westlichen Geheimdienst umgebracht. Es ist kein Kunststück, etwas Gift oder so zu verabreichen, wenn man einem Wärter dafür einige tausend Dollar zahlt. Aber offenbar ist er eines normalen Todes gestorben. Aber sicher hatte Putin und die Kreml null Interesse, diesen umzubringen. Es gibt jetzt die Aussage von Putin in einem Interview oder in einer Sprechstunde mit Medien, wo er den Fall Nawalny angesprochen hat, gesagt, wir wollten ihn eigentlich austauschen gegen den sogenannten Tiergartenmörder plus noch zwei amerikanische Insassen. Das sei der Plan gewesen. Glauben Sie das? Ist das realistisch? Im Krieg kann man ja nichts glauben. Ist ja alles Propaganda. Ja. Wie beurteilen Sie das? Ja, verstehen Sie, Gefangenenaustausch, das ist ja klar, auch zwischen Ukrainern und Russen gibt es ja bis heute noch, nicht? Und was soll ein Putin mit einem Nawalny? Er hat ja schon mal den Khodorkovsky, der ja auch ein Gauner sondergleichen war, nicht? Den hat er ja auch in den Westen gehen lassen. Also der hatte sicher keinen heißen Grund dafür, diesen Nawalny bei sich in Russland durchzufüttern. Warum sagen Sie, dass Khodorkovsky ein Gauner gewesen ist? Das weiß ich relativ genau. Die Bank Menatep. Der hatte nach dem ersten, nach dem 91er Regimewechsel, hatte er die Bank Menatep gegründet, wo sehr viele Russen ihre Gelder, also Rentner ihre Gelder eingelegt haben. Weil man da die Hoffnung hatte, ja, auf der Bank ist das Geld sicher. Und dann ließ er einfach all das Geld dieser Rentner und dieser, ich habe jede Menge Leute gekannt, die dort ihr Geld verloren haben, als er sie für bankrott erklärte. Und wie er sich mit welchem Geld er sich alle diese Ölfirmen gekauft hat, na, raten Sie dreimal, woher das Geld kam, nicht? Gehen wir zurück nochmal zum Fall Nawalny. Sie haben Ihren persönlichen Eindruck geschildert. Was hören Sie aus Ihrem Umfeld in Moskau, in Usbekistan? Ist das ein großes Thema? Und wenn ja, was denken die Leute? Was diskutiert man? Was redet man da in den russischen Kreisen? Also da kann ich nichts dazu sagen. Ich habe eigentlich mit niemandem darüber gesprochen, weil er in Russland ein Nobody war. Der ist also in Russland selber, ist das gar nicht eine derartige Schlagzeile gewesen, wie jetzt bei uns. Überhaupt nicht. Aber das ist ja interessant. Man hat ja auch hier bei der Beerdigung hat man von großen Menschentrauben und großen Aufläufen gesprochen, die es da gegeben haben soll. Quasi Nawalny immer noch der große, ja, der Hoffnungsträger der Opposition. Wie groß war denn eigentlich sein Rückhalt Ihrer Meinung nach in Russland? Ich kann es nicht richtig beurteilen. Weil ich ja selber auch zuerst ein Nawalny-Fan war, nicht? Und wie viele Leute dann das erkannt haben, dass er eigentlich einfach ein Instrument westlicher Geheimdienste ist, das kann ich nicht beurteilen. Wie leben Sie heute in Moskau? Wie ist das Leben in Moskau, wenn Sie mal in Moskau sind? Wir haben uns ja das letzte Mal dort getroffen, nach jetzt 2 Jahren diesen Einmarsch in der Ukraine, den Sanktionen, diese ganzen Stimmung, die wir da haben. Wie fühlt sich das Leben in Russland an?
Also, ich kann natürlich wenig über das Weg in Russland sagen, ich kann es über Moskau sagen. Und man sagt ja immer, Russland ist das Land um Moskau herum. Nicht? Ist schon etwas anderes als vielleicht in den kleinen Dörfern. Aber da ist das Leben also so eine hohe Lebensqualität wie in Russland, glaube ich, würde ich nirgends mehr finden. Meine, diese wunderbaren Restaurants, die im Service und im Angebot halt weit über den Angeboten der durchschnittlichen Schweizer Restaurants stehen. Dieses wunderbare Konzertangebot von klassischer Musik, von allem, dieses Kulturangebot in Moskau und seit neuester Zeit auch der öffentliche Verkehr, der viel, viel besser geworden ist und also heute kaum mehr dem schweizerischen öffentlichen Verkehr gleichzusetzen ist. Also heute halte ich Moskau für eine der interessantesten Städte zum Leben. Und Sie kennen das ja seit über 40 Jahren. Sie sind ja, naja, schon seit vielen Jahrzehnten dort. Ist das sozusagen das schönste Moskau, das Sie je erlebt haben, jetzt in den letzten Jahren? Ja, eben, verstehen Sie. Moskau hatte schon in der Sowjetunion-Zeit für mich einen gewissen Reiz, aber war ja alles zerfallen, kaputt und also nichts an Infrastruktur vorhanden. In den Läden gab es nichts und so. Aber was dort gut war, die gesamte Versorgung in Russland hat in Moskau, nicht nur in Moskau, hat über private Kanäle funktioniert. Wenn ich also zum Beispiel jeden Abend wurde man in irgendeine Küche eingeladen. Also es gab keinen Abend, wo ich nicht irgendwo in eine Küche eingeladen worden wäre. Und da hat man sich dann nicht vorgestellt, eben als der Karl Eckstein, sondern das ist der Karl aus der Schweiz, der kann dir Jeans und Adidas-Schuhe bringen, das ist der Michael, der kann dir die Zähne flicken, das ist der die Anna, die kann dir ein Telefon besorgen. Also eine Behelfswirtschaft gewissermaßen. Ja, und wissen Sie, und die hatte einen riesen Vorteil der sozialen Verbindung. Also Leute, die dort psychische Probleme haben, glaube ich, das gab es kaum. Mhm. Ja. Ich wollte nur noch einmal auf die Gegenwart zurückkommen, bevor wir da uns zu stark in der Vergangenheit sozusagen faszinierend verlieren. Ja. Aber jetzt haben Sie Ihren persönlichen Eindruck geschildert. Wie hat sich das eigentlich verändert in den letzten zwei Jahren, jetzt seit dem Krieg? Wir hören ja auch von zunehmenden Repressionsmaßnahmen. Wie schlägt das eigentlich durch, Russland im Krieg beziehungsweise in einer militärischen Spezialoperation, allerdings vom ganzen Westen sozusagen kollektiv auf die Leprastation gewissermaßen befördert? Wie merkt man das? Wie merken Sie diesen Krieg? Merkt man das überhaupt? Ja, nein, in Moskau merkt man das überhaupt nicht. Nein, also die Läden sind voll, trotz Sanktionen. Sie können auch westliche Marken problemlos kaufen, Schweizer Uhren, deutsche Autos und so weiter. Ja, die Schweizer, gerade zum Beispiel die Schweizer Uhrenindustrie macht die Sanktionen zum Glück nicht mit. Oh, es gibt natürlich Dinge, die man heute nicht mehr kaufen kann. Also, ist das so? Also ich habe gehört, dass Schweizer Uhren die Industrie die Sanktionen auch mitmacht, aber dass zum Teil die lokalen Belegschaften in den Geschäften dann halt auf Umwegen diese Uhren beschaffen, aber nicht mehr vom Schweizer Lieferanten. Also ich bin da zu wenig im Bilde. Da bin ich auch nicht im Bilde. Ich war nur letztens zum Beispiel im GUM. Und da habe ich welche Firmen war Kaufhaus? Ja, im GUM, im Warenhaus, im großen Warenhaus. Und dann habe ich Läden gesehen mit Schweizer Uhren drin. Ja. Und als ich das letzte Mal dort war, gab es noch Porsche-Vertretungen, alles. Das eine oder andere französische Modegeschäft oder so ein Schmuckgeschäft, zum Beispiel Cartier, da war mal das Schaufenster geschlossen.
Aber so jetzt heute, nochmal ein Jahr später, ist Moskau, also sie bekommen alles. Ja, ich denke auch, Coca-Cola kann man kaufen, alles kann man kaufen. Es wird einfach, vieles wird über Dubai oder über asiatische Länder eingekauft. Wie ist die Stimmung unter der Bevölkerung? Mir ist ja damals aufgefallen im letzten Mai, als ich dort war, Mai, April, dass die Leute einem eigentlich freundlich begegnet sind, obwohl ja offensichtlich war, dass man da aus einem sogenannten westlichen Land kam, vielleicht Amerikaner ist. Man sieht ja einem Schweizer nicht an, dass er Schweizer ist. Ich bin auf jeden Fall nicht mit einer Schweizer Fahne da herumgelaufen. Und mir ist aufgefallen, dass die Moskauer eigentlich sehr freundlich reagiert haben. Aber das ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt, den ich da erlebt habe. Wie sehen Sie das? Wie diskutiert man über diesen Krieg, über den Westen? Sind wir verhasst? Sind die Schweizer verhasst, die da die Neutralität preisgegeben haben? Was haben Sie da für Eindrücke? Also zum Ersten muss ich sagen, und das finde ich wirklich, das ist breit gestreut in der Bevölkerung, man reagiert nicht gegen Bevölkerungen. Man sagt nicht, die Deutschen sind böse. Oder man sagt, die Deutschen haben eine idiotische Regierung. Man sagt, aber man hat nichts gegen die Deutschen, man hat nichts gegen die Schweizer, obwohl die Schweizer die meisten Sanktionen gegen Russland erlassen haben. Und, also Sie haben auch noch nie Sprüche anhören müssen, da, was bist denn du da für ein immer trauriger Schweizer da, nein, und so weiter. Nein, das ist überhaupt nicht die russische Mentalität. Mhm. Die Russen sind da sehr klug, sie unterscheiden zwischen Regierungsstrukturen, zwischen Machtstrukturen, die ja teilweise nicht mal national geleitet sind oder nicht an den nationalen Interessen orientiert sind. Nein, man unterscheidet zwischen der Bevölkerung, die ja da nichts dafür kann, und eben einer halt teilweise interessanten Regierung. Und wie reagiert man auf diese doch sehr auch vehemente Anti-Putin-Politik, Anti-Russland-Politik mit den Boykotten, mit den Waffenlieferungen? Was ist da zu hören? Was sind da die russischen Empfindungen, soweit Sie sie beurteilen und beobachten können? Also, da muss ich Ihnen eine Story, die man sagt, es sei wirklich so passiert. Ziemlich am Anfang, da waren doch die Landwirtschaftssanktionen. Und da ging der amerikanische Botschafter in eine Landwirtschaftsausstellung in Moskau. Und da kommt ein alter bärtiger Russe mit einem großen Laib, Käseleib auf ihn. Sagt, Herr Botschafter, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für diese wunderbaren Sanktionen. Wissen Sie, vorher konnte ich mit Mühe meinen Käse anbieten. Aber jetzt dank der Sanktionen läuft das Geschäft wie zum geht nicht mehr. Und das stimmt nun aber 100% für die ganze Wirtschaft. Die ganze Wirtschaft in Russland boomt ja. Im letzten Jahr hatten wir wieder ein BIP-Wachstum von, glaube 3,6%, während die Deutschen 0,3 minus hatten. Und das ist zum großen Teil auf die Sanktionen zurückzuführen. Früher haben die Russen doch etwas Öl und Gas aus der Erde geholt und dafür dann Zahnpasten und Seifen und weiß ich was alles aus dem Westen gekauft. Und jetzt ist für die russischen Kleinunternehmer eine reale Boomzeit angebrochen. Jetzt machen sie die Zahnpaste, jetzt machen sie die Seifen. Also quasi die Sanktionen machen erfinderisch. Ja, und nicht nur erfinderisch, geben Geschäftsmöglichkeiten, nicht? Die man früher nicht hatte. Das politische Klima intern verändert. Da lesen wir ja auch, dass sich das Putin da die Schraube ganz massiv angezogen habe, dass, wenn man Krieg sage zum Beispiel, könne man gleich ins Lager geschleppt werden. Es gibt auch Berichte über Zwangsrekrutierungen. Wie erleben Sie die Repression oder die, sagen wir auch, Kriegszensur in dieser Zeit? Also ich habe sie nie erlebt. Ich habe nur in den Zeitungen gelesen, dass jetzt, also in russischen Zeitungen gelesen, dass jetzt gewisse defetistische Propaganda
Massenpropaganda strafbar sei, nicht wo gegen die russischen Interessen. Aber im persönlichen Umgang, da kann man nach wie vor alles sagen. Und das Wort Krieg, das haben alle da schon immer gesagt. Das war ja nur eine bewusste politische Benennung als wie haben Sie gesagt? Ja, begrenzte militärische Operation, eine Spezialoperation. Genau, die Spezialoperation. Das war ja nur, um nicht das Wort Krieg zu verwenden, denn sie wussten ja ganz genau, dass da NATO-Soldaten in der Ukraine waren. Das war für Russland nie ein Geheimnis. Und hätten sie das Wort Krieg benannt, dann hätten sie bekannt, dass das Krieg auch gegen die NATO ist. Und dann wäre es wirklich zu einer Atombombengefahr geworden. Und das wollte man mit dieser politischen Umschreibung verhindern. Aber da hat doch im internen Verkehr untereinander, der nicht offiziell politisch war, haben doch alle Krieg gesagt. Bei uns, also nicht in der Schweiz, aber in Deutschland, in der Europäischen Union, sind ja Portale wie Russia Today sind ja verboten, mit dem völlig bizarren Nebeneffekt, dass zum Beispiel diese Enthüllung über jenes Geheimgespräch unter den deutschen Luftwaffengenerälen ja gar nicht hätte ruchbar werden dürfen in Deutschland. Die Deutschen haben das ja eigentlich nur erfahren, weil Länder, in denen Russia Today nicht verboten war, dass die das darüber berichtet haben. Sonst wären ja die Deutschen sozusagen für ein Behördeswegen im Dunkeln getappt, hätten sie im Dunkeln tappen müssen. Also Portale russischer Nachrichten oder Propaganda, wie es bei uns heißt, sind gesperrt in der Europäischen Union. Wie sieht das in Moskau aus? Haben Sie da auch gesperrte Zeitungsseiten oder können Sie zum Beispiel eine Süddeutsche Zeitung, eine FAZ, eine NZZ, einen Blick oder was auch immer, können Sie das in Moskau abrufen auf Ihrem Computer? Selbstverständlich. Also nein, ich wüsste nicht, was verboten wäre in Russland. Wie sehen Sie vielleicht noch aus Ihrer langjährigen Erfahrung, ich habe mich ja auch schon öfters mit Leuten unterhalten, die in Russland schon lange sind, die auch den Präsidenten schon lange beobachten. Es gibt ja doch die Kritik, dass Putin im Grunde es nicht geschafft habe, abgesehen von seiner Stabilisierungsleistung in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, vor allem so ab 2008, 2010, dem Land eine, sagen wir mal, wirtschaftliche Industrialisierungs- und Innovationsperspektive zu geben. Und viele, auch zum Teil sehr renommierte amerikanische Historiker, deuten ja den aktuellen Krieg so. Sie sagen, Putin sei wie der typische russische Machthaber gewissermaßen am Ende seines Lateins und er habe das Land eigentlich wirtschaftlich nicht so entwickeln können, wie man das eigentlich machen müsste. Und deshalb ist der Krieg sozusagen der ewige Fluchtpunkt der russischen Außenpolitik, wenn eben die Innenpolitik sozusagen in der Sackgasse angekommen ist. Also wie beurteilen Sie eigentlich die bisherige Lebensleistung des Putin, der bei uns ja eben kritisiert wird, jetzt als Kriegstreiber, der es verpasst habe, sein Land wirklich industriell und wirtschaftlich in die Zukunft hineinzuführen? Ja, also das könnte ich in meiner Erfahrung könnte ich das überhaupt nicht unterstreichen. Denn ich sehe auch in meinem Bekanntenkreis, wie sie am Aufbau einer Wirtschaft, einer wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen und teilweise sehr viel auch Geld verdienen dabei. Und zwar nicht durch korrupte Machenschaften, sondern wirklich, weil sie ein interessantes Geschäftsmodell erfinden. Also, dass Russland wirtschaftlich, man sollte da einfach mal alle diese BIP-Zahlen pro Jahr mal anschauen. Und ich glaube, das sah nicht so ganz schlimm aus. Mhm. Nun, wir haben begonnen mit den Wahlen in Russland. Blicken wir jetzt noch kurz in die Schweiz. Was sind eigentlich Ihre Empfehlungen an die Schweizer Politik, an den Bundesrat, an unsere Parteien, wenn Sie da jetzt als Schweizer in Russland, als Schweizer in Usbekistan da ein paar sachdienliche Hinweise geben? Was raten Sie unserer Politik?
Ich weiß nicht, ich beschäftige mich ja etwas mit Geopolitik. Und mir ist einfach interessant, wie das so etwa was abläuft. Ich habe das Gefühl, die angelsächsische Geopolitik ist enorm am Selbstwertverlust. Also die Gründung der BRICS ist ja eine Herausforderung. Wenn wir schauen, wie die angelsächsische Politik war im Wesentlichen eine Kolonialpolitik. Wenn Sie nur anschauen, wie viele Kriege die USA seit dem Zweiten Weltkrieg jährlich Angriffskriege durchgeführt haben. Die Zahlen schwanken da zwischen 74 und was habe ich einige bei der Zählung kommen bis auf 120, glaube ich. Also auf jeden Fall Kriege und Regime Change und bunte Revolutionen werden organisiert in anderen Ländern. Und ich glaube, die jetzige Politik ist irgendwo nicht mehr logisch. Es ist so, ich vergleiche das mit einem Ertrinkenden. Ich war mal Rettungsschwimmer. Und mir hat man gesagt, probiere nie von vorne, dass er es sieht, einem Ertrinkenden zu helfen. Der zieht dich nach unten. Der zieht dich auch nach unten, dein Retter. Er schlägt nur wild um sich. Und so kommt mir irgendwie die jetzige angelsächsische Geopolitik vor. Und ich glaube, die halten nicht, dass dieses Wirtschaftssystem, das ja auch mit diesem Petrodollar ja auch am Verschwinden ist, nicht? Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es dann in den USA läuft. Und das nicht? Würde dann heißen, jetzt für die Schweiz, dass, wenn ich das jetzt mal so freihändig interpretiere, dass die Schweiz, das wäre dann Ihr Ratschlag, dass die Schweiz sich eigentlich darauf einstellen sollte, eine multipolarere, sozusagen eine BRICS-Welt anzusteuern und nicht diesen ertrinkenden Goliath, diesen ertrinkenden Monolithen da der angelsächsischen Welt, sich da allzu unilateral daran zu hängen. Genau so, das ist meine Meinung. Es ist meines Erachtens absolut nicht im Interesse der Schweiz, sich an diese untergehende an dieses untergehende Finanz- und Dominanzsystem der unipolaren Welt anzuschließen. Ich glaube, die Zukunft liegt in einer multipolaren Welt. Und was sind Ihre nächsten Pläne, Herr Eckstein? Wo geht es hin, wenn Sie da aus der Schweiz wieder zurückfliegen, nach Usbekistan, nach Russland? Wie sehen da Ihre geopolitischen und auch unternehmerischen Aktivitäten aus? Wo geht es hin? Ja, Sie meinen jetzt für meine... Mit Ihrer nächsten Reise, wo fliegen Sie nach Usbekistan, fliegen Sie nach Moskau zurück? Ich fliege zuerst nach Usbekistan und dann nach Moskau. Und zuerst muss ich jetzt schauen, dass mein Usbekistan-Geschäft etwas zum Florieren kommt. Mhm. Und vor allem mein goldgedeckter Token, nicht? Mhm. Also, wenn das... Gibt einiges zu tun. Und was erleben Sie eigentlich, eine letzte Frage, was erleben Sie eigentlich in der Schweiz, wenn Sie zurückkommen? Bei uns ist ja auch eine ziemlich vernagelte Stimmung da gegenüber Russland. Ich habe da auch einiges erlebt, als ich aus Moskau zurückgeflogen bin. Das löst bei den Leuten verständlich natürlich auch aufgrund der sehr einseitigen Berichterstattung Emotionen aus. Das wühlt natürlich auf, selbstverständlich kommen auch Urängste gegenüber Russland. Einige sind noch im Kalten Krieg. Was erleben Sie, wenn Sie in die Schweiz zurückkommen, wenn Sie da mit Freunden, Kollegen, vielleicht auch Altgedienten, möglicherweise Schulkumpanen da diskutieren? Ja, ich muss sagen, einige sind zu mir auf Distanz gegangen. Ja, das ist... Aber ich sage immer, das ist ja gut. So kann man Spreu vom Weizen trennen, nicht? Und weiterhin natürlich Aufklärungsarbeit betreiben, um den Hartbeton vielleicht der Vorurteile etwas aufzuweichen. Herr Eckstein, ganz, ganz herzlichen Dank
für diese Diskussion, für diese Ausführungen. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal auch wieder vielleicht per Zoom treffen können, unterhalten über Russland, wenn Sie dort sind, oder in Usbekistan. Es gibt viele interessante Themen und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben hier auch immer wieder andere Perspektiven einbringt, so wie Sie das tun. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.